Probiere ich immer alles zu notieren, damit wir am Ende nicht durcheinander kommen. Weil jetzt ist noch ruhig, aber Generation startet morgen und dann ist wirklich Hektik. Friedemann, komm mal her, deine vier Zeilen hier. Komm mal her. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ja. Journalist kann sich wirklich exzellent durch Kürze ausdrücken. Gerade dieses ganze journalistischen Stilmittel sind komplett eigentlich nochmal neu mir beigebracht worden. Ich habe halt auch gelernt, wie man die Texte letztendlich schreiben muss, damit sie veröffentlicht werden können, weil sonst habe ich die Texte immer ein bisschen anders geschrieben und jetzt weiß ich ungefähr, wie das alles funktioniert mit dem Aufbau eines Artikels. Als Stargast vielleicht? Wenn das jetzt die Überschrift ist, ist die eh schon ziemlich lang und ich würde dann auch das Große echt weglassen, weil Epos bedeutet, dass es sehr groß ist. Das Wort Epos beinhaltet, dass es ein großes Werk ist. Okay, zwischen Epos und Langeweile. Ja, das ist besser. In ein Interview mit Isabella Rossellini zu kommen, ist nicht einfach. Also eigentlich ist der Satz schon okay. Ich finde ihn irgendwie auch ganz schön als Einstieg. Es klärt sich ja eigentlich relativ schnell auf, weil hier steht ja sofort im ersten Absatz, dass es im Haus der Kulturen der Welt ist und dass es die Eröffnung ist und das Zickzack-Kind da läuft. Am stressigsten ist mir jetzt in Erinnerung geblieben der Artikel zu Hide Your Smiling Faces, weil da habe ich echt richtig lange drin gesessen. Und da bin ich jetzt auch im Endeffekt nicht so zufrieden, weil da wurde relativ viel drüber geguckt von verschiedenen Leuten. Ich glaube, 3 Leute haben sich das nochmal angeguckt und dadurch ist es irgendwie so nicht ganz so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Und an dem Artikel habe ich, glaube ich, insgesamt 3 Tage oder so gesessen und ich war am Ende so genervt. Ich wollte es einfach nur fertig haben. Das war irgendwie ganz cool, aber es war sau schwer zu verstehen irgendwie. Ich komme ja voll aus dem Dorf und hier mit der Großstadt ist schon ein ganz cooles Gefühl so. Ich habe mich selber auch schon voll oft erwischt, dass ich einfach durch die Stadt gegangen bin und einfach grinsen musste, weil ich mich so gefreut habe, einfach, dass ich hier bin, dass ich in der Stadt bin. Dann noch mit der Berlinale, wenn wir dann unsere Akkreditierung haben, zeigst deine coole Karte vor und kommst überall rein. Und die normalen Leute müssen draußen stehen bleiben. Ich kann einfach in jeden Film reingehen, der mich interessiert. Ich darf da umsonst rein, ich darf da was drüber schreiben. Ich krieg da Hintergrundinformationen dazu. Capturing Dead, das ist ein japanischer Film, der hat mir super gut gefallen. Die sind alle so ein bisschen schwerer zu verstehen, aber die haben alle halt so das zentrale Thema Familie eigentlich, glaube ich auch, und so Zugehörigkeit zu einer Familie. Und das war manchmal, musste man schon ein bisschen schlucken oder auch, da muss man ein bisschen mehr drüber nachdenken, bis man versteht, aber das sind Filme mit Hintergrund, mit politischem Hintergrund, kulturellen Hintergrund oder auch familiären Beziehungen. Da muss man sich reindenken in die Filme. Man kann da auch nicht einfach drin sitzen und das so auf einen herabrieseln lassen. Man muss sich da, das ist auch ein bisschen anstrengend, das zu verstehen, sich da zu konzentrieren. Aber es ist natürlich auch interessant, man lernt viel. Man lernt über andere Kulturen, man sieht Sachen, die hart sind, aber ja, es bringt Erfahrungsschatz. Und los geht's. Ich stehe hier gerade vorm Haus der Kulturen der Welt und möchte mir die Kurzfilme der diesjährigen Berlinale anschauen. Wir haben internationale Filme dabei aus Schweden, Brasilien, aber auch Großbritannien. Mich haben die Kurzfilme sehr beeindruckt. Die fand ich dieses Jahr unglaublich gut und da bin ich einfach total froh, dass ich die geguckt habe. Ja, so ganz ehrlich, ich fand die meisten Filme waren ziemlich langweilig. Also ich bin bei einem Film eingeschlafen, ich war einmal im falschen Film und die meisten waren eigentlich ziemlich langweilig. Außer Shopping, wie gesagt. Und The Zickzack Kid war auch ganz gut gemacht. Mein stressigstes Erlebnis war so ungefähr der 3. oder 4. Tag, wo ich fast gar nicht geschlafen habe, dann irgendwie richtig viele Sachen schreiben musste, irgendwie 100 Filme auch noch gucken wollte und dann ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich bin von A nach B gerannt, um irgendwie alles auf die Reihe zu kriegen und ja, nicht zu vergessen, auch noch was zu essen und was zu trinken und so. Genau, ich habe richtig auf den Shuttlebus verpasst und musste dann zum HKW rennen und noch in den Film reinzukommen und dann mit meiner Karte vorzeigen und oh, ich hatte total viel Stress die ganze Zeit. Die Damen, vielleicht noch mal zum letzten Mal 2 Minuten zuhören. Mariam, tippst du an deinem Text? Ja. Ob du das jetzt noch hinkriegst? Fritzi, kurz. Ja, aber Wiene meint das in Ordnung. Der Akku hat noch 6 Minuten.
Okay, ich mache mal schnell eine Zusammenfassung des Workshops. Ein dickes Danke und ein richtig dickes Gut gemacht. Ich würde vorne vorweg mal fragen, wer ist denn im Deutsch-Leistungskurs von euch? Wir haben keine Leistungskurse. Nein? Okay, zwei. Friedemann. Ich habe uns. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr Deutsch-Leistungskurs. Okay. Manchmal geht es im Leben auch ziemlich einfach. Oh, aber dann auch wieder kaputt.